Das Matelltal im Westen Südtirols zieht sich vom Taleingang bei Latsch bis hoch auf die knapp 4000 Meter hohen Gipfel der Ortlergruppe. Der Hauptort Matell hat zwar nur 834 Einwohner, aber vor allem Alpin- und Bergfreunden ist diese Gegend ein Begriff. Die Natur hat das Seitental des Finchgaus reich bestückt, liegt es doch mitten im Stilfserjoch-Nationalpark, eingerahmt zwischen die vergletscherten Gipfel Cevedale, Zufallsspitze, Zufriedsspitze oder Laser Orgelspitz. Mit seiner unberührten Bergwelt ist das Matelltal der ideale Platz für Skibergsteigen. Ein Highlight in der Wintersaison ist seit 2008 das Skitourenrennen um die Marmotta Trophy. Skitourenfreaks aus dem Alpenraum und darüber hinaus messen sich dabei auf einer anspruchsvollen hochalpinen Strecke. Ich glaube, seit mittlerweile 14 Ausgaben gibt es die Marmotta Trophy im Matelltal. Wir sind ein naturbelassenes Tal im Stilfserjoch-Nationalpark in Südtirol. Und es kommen bei uns viele Skitourengeher aus nah und fern. Und deshalb machen wir auch Wettkämpfe dazu. Und das bedeutet uns sehr viel. Die Leute stehen dahinter. Und es ist für uns auch eine große Werbung für das Skitourengebiet Matelltal. Unter Skibergsteigern ist das Matelltal schon längst kein Geheimtipp mehr. Derart unberührte Natur ohne jegliche Liftanlagen findet man auch nicht mehr so oft. Ja, unsere Region ist hier, wie ihr auch schon seht, es gibt keine Aufstiegsanlagen. Wir haben hier eher den sanften Tourismus und deswegen, glaube ich, haben wir uns schon vor langer Zeit mit den Verantwortlichen im Tal zusammengesetzt und haben gesagt, was können wir da machen? Und nachher haben wir gesagt, wir gehen den Weg des Skibergsteigens. Und wir haben jetzt, glaube ich, man sieht auch am Erfolg, dass es wirklich auch ein guter Weg war. Also Skibergsteigen ist für uns jetzt wirklich eine gute Alternative, damit wir im Winter auch imstande sind, einige Gäste hier ins Tal herzubringen. Besonders viel los ist natürlich immer am Wochenende der Marmotta Trophy. Heuer mehr denn je sind die Marteller doch als Ersatzort für zwei ISMF-Weltcup-Bewerbe eingesprungen. Zwischen dem Individual am Freitag und dem Sprint am Sonntag findet zudem das große Finale im Skimo Alpencup statt, und zwar auf der gleichen Strecke wie der Weltcup am Vortag. Somit bekommt jeder die Chance, sich mit den besten Athleten der Welt zu vergleichen. Ja, der Alpencup ist natürlich jetzt auch schon im, ja, über 20 Jahre gibt's ihn. Also tatsächlich sportlich etabliert, das kann man sagen. Heuer besondere Herausforderung natürlich aus der Corona-Krise heraus, trotzdem mit sehr vielen Startern, sportlich sehr gut unterwegs. Und wir haben heute beim Finale auch tatsächlich ein hochkarätiges Starterfeld. Wir freuen uns sehr und wir sind sehr gespannt, was heute rauskommt. Das Finale vom Skimo Alpencup 2022 dürfte eine extrem spannende Geschichte werden. Denn sowohl bei den Damen als auch bei den Herren haben noch mehrere Athleten Chancen auf den Gesamtsieg. Vor allem, weil einige Favoriten Corona-bedingt oder durch den Weltcup leider nicht mit dabei sein können. Natürlich, ich sage einmal, im Wettkampf möchte man immer gewinnen und das Beste geben und aber mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und ja, gut, wenn eine Konkurrenz da ist, das macht ja auch das Wettkämpfen ist aus. Ich habe mir ehrlich gesagt die Startlisten gar nicht angeschaut, weil es macht mich immer nur aufgeregt. Ja, mein Ziel ist, dass ich gut durchkomme, nicht weh da und das Rennen einfach genießen. Und, ja. Das interessiert mich schon, ja, freilich. Das habe ich angeschaut. Aber ich schaue, dass ich mein Tempo schnellstmöglich hinkriege und dann durchgehe bis zum Schluss, ohne Einbruch, ohne alles. Das lasse ich einfach auf mich zukommen. Ich weiß, dass der Georg an zweiter oder dritter Stelle ist, glaube ich. Und genau, und der ist auch nicht weit weg, gell. Der ist auch so stark drauf. Und ich werde es gemütlich angelassen, weil es ziemlich weite Strecke ist. Und da möchte ich mir so ein bisschen einteilen, dass ich hinten noch genug Schmalz habe, dass ich es durchdrücken kann.
Dass die Marmotta-Trophy 2022 überhaupt über die Bühne gehen kann, war eine echte Zitterpartie. Nachdem das Tal letztes Jahr noch im Schnee versunken ist, gab es diesen Winter seit November keine nennenswerten Niederschläge mehr. Hinzu kam enorm warmes Wetter an den Tagen vor dem Rennen und so musste die Individual-Strecke täglich neu angelegt werden. Letztlich hat das OK-Team mit seinen mehr als 100 Helfern eine herausfordernde Strecke hinbekommen. Je nach Kategorie warten auf die Athleten Strecken mit bis zu 18,4 Kilometern Länge und 1575 Höhenmetern inklusive 6 Aufstiegen, 5 Abfahrten und 2 Tragepassagen. 3, 2. Die Strecke ist für die Skibergsteiger dieses Mal echtes Neuland. Denn die Routenführung ist gänzlich anders als in den letzten Jahren. Nach dem Start beim ehemaligen Hotel Paradiso geht es für die Sportler zunächst hinein ins Matrichtal, hinauf auf 2650 Meter Seehöhe. Die erste Abfahrt führt die Sportler dann wieder über das Matrichtal hinaus, biegt dann rechts ab und es geht auf Skiern und zu Fuß steil hinauf hinter die Zufallhütte. Eine traumhafte Passage mit Blick auf Rotspitze, Schranspitze oder Venetiaspitzen. Nach einer weiteren sehr steilen und aufgrund der Schneebedingungen extrem schwierigen Abfahrt ist dann zumindest geländetechnisch kurz Durchschnaufen erlaubt. Unterhalb der Marzellerhütte führt die Route die Athleten über flaches Gelände bis zum Fuße der Mutspitze. Spätestens ab hier steht das Adrenalin wohl endgültig bei jedem auf Anschlag, warten nun doch spektakuläre Aufstiege und Abfahrten durch enorm steile und zum Teil sehr schmale Rinnen. Genau derartige Passagen machen die Marmotta-Trophy aus und der wenige Schnee schraubt den Schwierigkeitsgrad heuer sogar noch ein wenig nach oben. Passagen gegenüber der markanten, fast 3800 Meter hohen Zufallspitze sind nichts für schwache Nerven. Hier kommen selbst die besten Skibergsteiger an ihre Grenzen, aber genau deswegen sind sie ja auch alle ins Martelltal gekommen. Nach einer letzten steilen Rinnenabfahrt geht es schließlich wieder flach talauswärts und dann durch eine extrem unruhige Waldpassage hinunter in Richtung Ziel. Die schnellsten Athleten des Tages kommen diesmal aus Italien. Sowohl bei den Damen mit Martina Valmasoe als auch bei den Herren mit Federica Nicolini feiern die großen Favoriten souveräne Start-Zielsiege. Ciao tutti, siamo con Valmartello. Es war ein schöner Tag und ein schönes Rennen. Ein Kompliment an die Organisatoren. Die Strecke war trotz wenig Schnee toll und technisch schwierig. Dieser Sieg ist super für mich und er gibt mir Motivation für die restliche Saison. Ich war schon öfter hier und liebe dieses Rennen. Es hat zwar dieses Jahr nicht viel Schnee gegeben, aber die Organisatoren haben eine tolle Strecke hingezaubert. Es war sehr heiß und die Anstiege und Abfahrten waren enorm anspruchsvoll, aber ich habe es sehr genossen. Jubeln können an diesem Traumtag im Martelltal aber nicht nur die Italiener, denn auch die deutschsprachigen Athleten zeigen sehr gute Leistungen. Der Bayer Josef Huber verfehlt bei den Herren als Vierter ganz knapp das Podest. Bei den Damen läuft die Tirolerin Stefanie Gröll auf den starken zweiten Platz. Ich habe bergauf brutal gelitten, also brutal schwierig für mich.
Es ist eher ein Wunder, dass ich mich so gut erhalten habe, Gott sei Dank. Und ja, alles in allem mega gelaufen. Ich bin Zweite geworden, super happy und einfach ein cooles Erlebnis wieder. Grund zum Jubeln hat auch ein Landsmann von Stefanie Gröll, denn Thomas Koller sichert sich den Sieg bei den Masters. Ja, es ist eigentlich das ganze Rennerabenteuer. Man kann dreimal sterben, man muss eben nur 40 Mal wieder auferstehen. Das ist das Wichtigste. Einer nach dem anderen kämpft sich schließlich ins Ziel beim ehemaligen Hotel Paradiso, wo bei strahlendem Sonnenschein Erfahrungen eines harten Rennens ausgetauscht werden. Ein Rennen, das übrigens als Green Event zertifiziert worden ist, haben es sich die Marmotta Trophy Verantwortlichen doch auf die Fahnen geschrieben, möglichst nachhaltig zu arbeiten. Hier im Martelltal, wenn man in dieser Kulisse ist, diese Berge hat, dann glaube ich, muss man der Natur auch etwas zurückgeben und so nachhaltig wie möglich arbeiten. Zum Abschluss eines spektakulären Renntages übersiedelt der Tross ins Biathlon-Zentrum Grog zur großen Siegerehrung. Zunächst erhalten die Gewinner der Marmotta-Trophy 2022 die begehrten Trophäen aus Laaser Marmor. Und danach werden die Gesamtsieger vom Skimo Alpencup 2022 gekürt. Bei den Damen geht der Titel durch die heute sechstplatzierte Theresa Feigs nach Österreich. Und bei den Herren triumphiert der Bayer Josef Huber. Ja, ich freue mich, dass ich ihn gewonnen habe. Es hat sich eigentlich so gegeben, dass ich alle Rennen laufe. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Und von dem her freut es mich umso mehr, dass es dann zum Schluss gelangt hat für einen Gesamtsieg. Es waren alle Rennen super cool und tolle Erlebnisse. Und dass ich natürlich jetzt da von meinen Ergebnissen her den Gesamtsieg mitnehmen darf jetzt da aus dem Martelltal. Das bereitet mir große Freude. Der Skimo Alpencup 2022 ist damit Geschichte. Trotz so mancher Probleme wie Corona oder Schneemangel fällt das Fazit sehr positiv aus. Wir haben ja deswegen diese Rennen im Alpencup drin, weil wir wissen, die machen aus allem was. Und das war da auch so, trotz wenig Schnee, eine hervorragende Strecke gezaubert. Insgesamt freut es mich sehr, dass wir den Alpencup jetzt nach der Pandemie auch wieder durchziehen haben können, dass es auch tatsächlich funktioniert hat. Es war gut, die Rückmeldungen von den Athleten waren wirklich gut und man muss auch sagen, es scheint jetzt wieder loszugehen. Und ehrlich gesagt, wir freuen uns schon auf 2023, auf den nächsten Cup. Egal ob bei der Erztrophy in Bischofshofen, beim Jännerstier in Berchtesgaden oder bei der Marmotta-Trophy in Martell, alle drei Alpencup-Veranstalter haben diesen Winter wieder hervorragende Arbeit geleistet. Wir sind ein ganz tolles OK-Team, das wirklich das ganze Jahr auch mitarbeitet. Und heuer hat man zum Beispiel über 100 Helfer wieder an einem Renntag gehabt. Wir haben drei Renntage, also insgesamt zwischen 300 und 350 Helfer. Und deswegen auch nochmal einen großen Dank an alle Helfer, denn ohne Helfer und ohne die Gemeinsamkeit funktioniert das nicht. Also auf einer Seite sind die Helfer logisch wichtig, aber wir brauchen keine Helfer, wenn wir nicht auf der anderen Seite auch die finanzielle Unterstützung bekommen. Und deswegen nochmal einen großen Dank an die ganzen Sponsoren, die das ermöglichen, dass wir hier so drei tolle Renntage machen können.